wie euer Nader und diesmal ist wieder der Mercedes-Benz 300 SL dran. Die nächsten vier Ausgaben und zwar von der 57 bis zur 60. Wir werden mal wieder schön schauen, was da alles so drin ist und dann werden wir aufbauen, was geht. Ja, bitte den Like nicht vergessen, wenn es schön war und schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie weit ihr seid und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. So, und jetzt will ich nicht weiter schnacken. Es geht los. So, hier haben wir die ganzen Ausgaben nochmal. Das ist die 57, das ist die 58, die 59 und die 60. Also sind auf jeden Fall die zwei Flügeltüren mit dabei. Und dann ein bisschen was für drinnen. Mal gucken, wie viel wir bauen können. So viel sieht es nicht aus, aber wir lassen uns gerne überraschen. Okay. So, los geht's schon mit der 57. Wir schneiden das mal schön auf. Wieder toll verpackt. Ja. Das ist die Türe. Hier ist das Heftchen, die Folie da mal beiseite. Und wir gucken erstmal hier rein. Ja. Die Türe, genau. Aha, also es lässt sich bei dieser Ausgabe nichts bauen. Ich packe sie aber trotzdem mal aus. Und hier ist sie. Kann man hier irgendwas? Nein, das ist bloß. Okay, das ist bloß rein. Gemacht. Sehr schön, natürlich wieder Metall. Ja. Und so sieht sie von hinten aus. So, den Mist hier weg. Ja. Und die dusche aber erstmal wieder hier rein, solange wir die nicht brauchen. Auf jeden Fall schön. So, rein damit. Und dann kommen wir ja schon zur 58. Liebe Leute. Genau, und hier haben wir sie schon, die 58. Ich mache es auch gleich auf. Es sind ein paar vereinzelte Teile drin. Okay. Wieder schön in Folie gewickelt und schauen wir mal. Aha, diesmal können wir schon was bauen. Ich mache erstmal die Teile hier noch auf. Das ist wahrscheinlich hier irgendwie für den Himmel, für die Türe. Ist alles Kunststoff. Und dann haben wir die Scheibe. Auch sehr schön. Ah, das kann man sogar aufklappen. Das ist ja genial. Sehr schön. Okay, dusche erstmal wieder hier rein. Und ein paar Schräubchen sind auch mit dabei. Und zwar CM-Schrauben. Na? Gut. Ich werde erstmal noch ein Handtuch holen, damit wir die Türe nicht den Lack verletzen. Und dann melde ich mich wieder. So, also das Handtuch liegt bereit. Jetzt tue ich meine Türe raus. Und so hinlegen. Denn da soll nämlich hier dieses Teil hier drauf. Und zwar so rum. Sind direkt hier die Löcher dafür. Genau. Und dann kommen hier unten zwei CM-Schrauben rein. Drei sind mitgeliefert worden. Sehr vorbildlich. Ein bisschen gucken hier. Aha. Ja.
So. So, die eine ist drin. So, und die andere auch. Dann sieht es nämlich so aus. Gut. Und die Seitenscheibe wird auch noch eingesetzt. Und zwar von der anderen Seite. Also drehen wir das Teil hier so schön rum. Holen die Scheibe hier raus. Stecken das zuerst hier oben rein. Und dann wird das wieder geklipst. Hier nichts. So, ist es richtig drin? Ja, es ist richtig drin. Genau. Oder? Oh ja, ist doch richtig drin. Gut. Und so sieht das Endergebnis aus. Wie gesagt, die Scheibe kann man kippen. Schon sehr schön. Ja, okay. Da haben wir die 58 auch schon abgefrühstückt. Auf zum nächsten. Und zwar ist das die 59. Genau, also wieder aufgeschnitten. Befreit von der Folie. Hier ist das Bauteil, das Heftchen. Und schauen wir gleich mal rein. Aha, okay. Gut, ein bisschen öff. Ah, das sind auch Spröcklein. Das sind sie, kommt her. So, die Folie kommt weg. Leute, guckt euch das an. Ist das nicht genial? Ich find's genial. Wow. So, das ist mit dabei. Ich stoße wieder mal hier rein. Und ein paar JM-Schrauben. Und was können wir tun? So, also wir holen erstmal wieder das Teil daher, diese eine Türe, drehen diese wieder rum, so. Und dann kommt die Innenverkleidung hier rein. Und zwar hat man hier so kleine Löcherchen, ich muss mir noch mal ein bisschen näher zeigen, rechts und links. Und da wird das zuerst eingeführt, so. Genau. Damit es so richtig, richtig schön drin sitzt. Dann drückt man das hier ein bisschen runter. Und hier kommen dann die Schrauben rein. Und zwar hier kommen drei rein und hier auch nochmal drei. So, das wollte ich jetzt tun. Also JM-Schrauben. Alle hier drauf gelegt. Hoffentlich geht der Schraubenzieher dafür. So. Der ist bald ein bisschen zu groß. Mal gucken. Nee, da geht nicht. Muss ich einen anderen nehmen. Probieren wir mit den hier. Ja, da ist besser. Immer was kaputt machen. Und das geht ja bei solchen Modellen ziemlich fix. Der eine oder andere weiß es ja. So. Oder weiß es vielleicht, ich habe keine Ahnung. So, da haben wir hier jetzt drei Schrauben drinnen.
Und auf der anderen Seite machen wir das genau das gleiche. Ja. Gehen aber eigentlich relativ schön rein. So, hier. Zwei sind wieder über. So. Wunderbar. Das sieht doch geil aus. Ich finde es ziemlich geil. Wow, mit den ganzen Griffen. Dann hier diese Schrauben, was da vielleicht... Ich weiß ja nicht, ich kenne das originale Modell nicht. Was so angedeutet ist, sieht ziemlich stark aus. Na? Okay. Gut, da waren wir jetzt auch schon wieder so durch, oder? Klären wir um, ja. Das war's auch schon wieder. Hui, das geht ja fix dieses Mal. Na, na gut, kommen wir zur 60. So, und das ist die 60. So, hier weg. Und da haben wir die andere Tür, da kann man wahrscheinlich auch nichts machen weiter. Ich guck mal schnell rein. Nein, liebe Leute, können wir nichts tun. Ich mach's aber trotzdem auf. So, und das ist die andere Seite oder die andere Türe. Genau so, weil das ist bloß die andere Seite ist. Gut. Leider können wir nichts weiter bauen, aber ich zeige nochmal euch, was die Ausgabe 57 bis 60 beinhaltete. Ja. Also nicht schlecht, Herr Specht, habe sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und ich denke mal, dass es dann die nächsten Ausgaben schon halt mit der Tür weitergeht, wie es hier auch war. Schauen wir mal. Ne? Okay. Ja, liebe Leute, das ging ja schneller als auf dem Fließband. Kann man nichts ändern, muss man so nehmen, wie es ist. Es kommt bestimmt auch wieder Zeiten, wo mehr zu bauen ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Ja, den Daumen nicht vergessen. Wie gesagt, schreibt was in die Kommentare. Ein Abo wäre natürlich super. Ich sehe schon, das kommt ein bisschen schon bei euch an, wenn ich meine Abonnenten so angucke. Ich bin da wirklich, wirklich dankbar dafür. Von jedem einzelnen von euch. Und wenn ich irgendwas verbessern kann, könnt ihr das natürlich auch in die Kommentare schreiben. Genau so wie auch die guten Zeilen. Ne? Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Euer Donner, haut rein. Ciao.